So Leute, willkommen zur Folge 59. Es geht direkt flott weiter hier in unserem wunderschönen Truhenraum, der in der Entstehung ist. Runtergefallen. So war das natürlich nicht geplant. Geplanket. So, hier haben wir ein kleines Problemchen. Egal, ich mache erstmal hier fertig, damit wir gucken, wie wir das hier weitermachen. Das wird ja jetzt eigentlich hier wieder. Das sieht jetzt blöd aus, das Eck. Das sieht jetzt richtig doof aus, das stimmt. Alles abreißen und neu bauen. Das ganze Baumhaus, komm, mit zusammen. Vielleicht machen wir das so, dass... Hier könnten Einsertruhen hinkommen oder so, für extrem seltenen Scheiß. Ja, genau, also. Genau, das ist eine gute Idee. Da kommen Fuck. Einsertruhen kommen dahin. Wunderschöne Einsertrüchen. Ah, runtergefallen. Und ich auch. So, dann. Dann könnten wir jetzt eigentlich schon an den Truhenbau rangehen. Und zwar. Oh mein Gott, wenn wir jetzt wirklich zwei Reihen machen, zwei Truhen machen pro Zweierstamm, dann ist das ja einiges. Dann haben wir viel Platz. Ich habe direkt meine Stämme jetzt gemacht, gedingst in Holz für die Truhen. Ja. So, jetzt fangen wir mal an mit Truhen bauen. Oh, ah ne, ich dachte gerade ein Skeleton, aber das war unser komischer Jochen, wollte ich schon sagen. Der Jürgen. Ich habe Jockel gemeint. Hey Jürgen, was machst du hier? Jockel. Ich glaube, Jockel ist aus dem Österreichischen, das sagt meine Oma. Die kommt ein bisschen aus Österreich. Der Jiggle. Von der kenne ich das, du Jockel. Die Jockel, pumpt den nicht jeder, das glaubst du aber. Ja, wenn ich nicht so brav war, hat sie mich Jockel genannt. Du blöder Jockel. Wie viel machst du das? Ich habe jetzt 12 gemacht. Soll ich noch mehr machen? Ja, ja. Ich habe 37. Junge. What? Nee, vielleicht war es zu viel, aber... Du hast 37 drum gemacht. Verdammt, habe ich da irgendwie ein langsames Ding. Also 8 Stück brauchst du ja schon pro Stammreihe. Unten 2, oben 2. Ja, ja. Ach, jetzt wird mir alles klar. Das sind ja immer 2. Genau. Okay. Also so, ne? Ah ja. Und wir werden nie wieder ein Platzproblem haben. Oh, die ist jetzt verkehrt rum. Wie genau? Ja, jetzt habe ich schon keine mehr, verdammt. Reichen deine aus? Das Stop. Ist wieder unsere Schätzung. Achso, du bist schon runter, sonst hätte ich die mal zugeschmissen. Was schätzt du? Ich mache einfach nochmal ein paar. Truhen kann man immer gebrauchen. Ja, das stimmt. Also ich denke mal... Wenn wir es jetzt hier einmal gescheit machen, müssen wir hier in diesem Raum nie wieder Hand anlegen. Ich versuche es jetzt cool zu machen. Ach, jetzt habe ich da natürlich so einen dummen Stack. Ach, egal. So, ich habe jetzt nochmal 15. Und weh, das langt nicht. Und Bubi steh nie. Komme. Dann machen wir uns noch ein paar Schilder für die Beschriftung. Genau, genau. Guck mal, wir haben jetzt in den letzten Folgen so viele Räume fertiggestellt, da bin ich richtig stolz auf uns. Also wir haben jetzt wirklich die ersten paar Folgen, haben wir wirklich nicht viel gemacht und dann auch zwischendrin, was weiß ich, Folge 15 bis 25 circa, da hast du noch ist auch nicht... Ja, ich habe noch, was fehlt? Hier, da eins. Ja, perfekt. Ja, sprich weiter. Genau, also was ich damit sagen wollte, wir sind jetzt ziemlich fett vorwärts gekommen, also oder? So von der Veränderung am Baumhaus. Auf in den letzten 5 Folgen ist brachial viel passiert. Ich schau mal ganz kurz was, Moment, ich hab doch da was gesehen vorhin. Wo ist es? Nein, nicht Video-Settings. Ich hab vorhin irgendwas gesehen, das war, ich hab dieses Pack hier drauf gemacht. Und da konnte ich mit STG, glaube ich, so in die Ferne schauen, wie mit so einem Fernglas. So. Okay. Das geht nicht, es geht gerade nicht. Schade. I don't get it, man. Ganz kurz, wo würdest du gerne die Schilder hinsetzen? Weil dann weiß ich, wo ich die Fackeln circa hinmache. Ich würde sagen, die Schilder machen wir immer, geht das auf? Ja, also immer links. Immer links. Von der Truhe. Achso, und dann kann ich aber die... Also die Truhe ich setze immer hier hin. Ja, immer in die Mitte, genau. Warte, ich schmeiß die auch mal rüber. Ich hol die Schilder, passt schon. Okay, gut. Dann mache ich hier, sorge ich für genug Licht. Okay. Dann haben wir hier noch welche? Nicht! Da muss ich ja welche bauen. So. Ich
Ich bin hauptberuflich Bauer. Schweinebauer. Schweinemetzger. Okay. Bauer sucht Frau, meine Lieblingssendung. Ah. Oh mein Gott, ich glaube, jetzt habe ich gerade Cakey gemacht. Wie wollen wir das aufteilen? Kommt was hin? Ich habe jetzt hier ziemlich viele Schilder dabei, werden trotzdem nicht ausreichen. Was kommt hier unten in Stein? Wir machen jetzt erstmal 4 mit Stein. Also Stein, wenn wir richtig buddeln, dann haben wir Unmengen von Stein. Ach so, ich dachte... Die 2 Stein vielleicht? Ja, okay. Und dann okay. Die 2 gebrannte Stein oder so. Okay, Stein. Sicher? Sollen wir hier nicht erstmal Holz machen, diese super duper Sachen später dann? Oder willst du das alles beisammen haben? Okay, es macht Sinn. Ja, komm, machen wir mal so. Ich meine, die Schilder weghauen können wir immer. Stein geburnt. Ich schau mal in der Zeit, wo du das machst. Ja. Schau ich mal, wie viele Glasscheiben wir haben. Oder würdest du so Scheiben, also Glasscheiben hier. Achso, dann können wir das Ding nicht aufmachen. Dann gehen sie nicht mehr auf. Ja, ja. Obwohl bei Scheiben, wenn wir es hinten aufs Stein setzen. Ja, dann müsste es gehen. Schau mal kurz, wie viel wir da haben. Ich mache jetzt hier nebendran jetzt Holz. Ich muss immer um meinen Tower da drum rumgreifen. Das ist so blöd. Mit dem ich das Mikrofon aufgebahrt habe vor mir. Ah. Deswegen Killer, das müsstet ihr eigentlich mal sehen. Vielleicht machen wir mal ein Foto. Ja. Und ziehen das zwischen rein ins Let's Play. Unser cooles Ständersystem von Killer, um sein Mikrofon in Mundhöhe zu bringen. Ja, das ist schwierig und hört sich pervers an. Ständersystem und Mundhöhe. Okay, warte mal. Holz, Stein, Stein. Was kommt jetzt? Oh mein Gott. Kohle? Oder sollen wir erstmal alle Steine abhandeln? Kommen wir mal erstmal alle Steine. Dann mache ich jetzt in das nächste Erde und unten drunter Gravel. Mhm. That sounds good, man. Ich glaube, jetzt haben wir gar nicht über unser Thema, was wir uns aufgeschrieben haben, geredet. Aber jetzt ist es schon zu kurz, um so ein relativ großes Thema abzuhandeln. Das machen wir einfach in der nächsten Folge, oder? Ja, wir können schon noch drüber sprechen. Okay, dann machen wir das. Okay. Also. Also. Das kommt mir vor wie... Wie heißt dieser... irgendwas mit D. Dieser komische Seelsorge-Typ im Fernsehen, der über so ein Headset mit allen spricht. Ach, dieser Damian oder Domian. Ja, so komme ich mir gerade vor. Nein! Okay, Moment, ganz kurz den Sound. Etwas runterstellen. Minecraft stier ab. Minecraft läuft ja so noch auf 14%. Das muss so sein. Ich hoffe, man hört trotzdem noch alles. Wahrscheinlich kaum, egal. Ring ist zu scheiße, den muss ich hier ausstellen. Ich stelle mal auch mal aus. Also, wenn du ihn runterstellst, ich höre ihn immer noch ziemlich laut. Überhaupt noch eine Aufnahme. Ich habe meinen Minecraft-Sound jetzt runtergestellt. So, ich habe auf 2% gemacht. Der Regen ist sau nervig. Ja. was kommt jetzt nach Sand? Was kommt jetzt? Oh mein Gott, ich bin überfordert. Kohle? Warte mal. Jode. Okay. Wir könnten nach... Was gibt's noch für Steine? Ich bin völlig... Ach, Gehirnstein. Genau. So, aber warte, wir nennen es so, wie es heißt vielleicht, oder? Wie heißt es? Ein bisschen professional. Gehirnstein heißt Nether Rock. Nether Rock oder Rack? Rack. Mit Scheiße. A-C-K? Warte, ich guck schnell nach. Buchstabier mir mal das Rack. Da ist ein Ender einfach bei uns. Und ich habe ihn nicht angeguckt. What? Nether. Hier hinten. Gebautes. Verdammt, wo sind die? Wir hatten es. Ach hier, Gehirnstein. So, und zwar Netherrack. R-A-C-K. Heißt ja, dann habe ich es richtig. Ich habe jetzt halt Netherrack per Kerk hingeschrieben, weil es cool ist. Und dann noch Seelenstein. Oder Soulstone oder sowas? Ach komm, schreib Seelenstein. Da sind wir nicht so pingelig. Wir sind nicht so pinkelig. Wir sind nicht so verpinkelt. Okay, Nether Pack Rack, Seelenstein, Schwein, Unterbewusstsein. Unser Thema. Oh. Unser Thema heute um 4 bei Beate um 4. Warum habe ich das gesagt? Das kann wohl nur mein Unterbewusstsein jetzt beantworten. Ach, du bist ja schon. Guck mal, wie sieht denn das aus? Sieht das blöd aus, oder? Nee, sieht cool aus. Es sieht richtig motherfucking cool aus.
Ja. Mach ich das mal schön fertig. Was kommt jetzt noch? Wir müssen das Thema doch, glaube ich, nichts mehr machen. Ich bin einfach so. Was soll ich jetzt machen? So, wir machen. Was für Steine gibt's noch? Also, was hast denn du bis jetzt alles? Ich habe Stein, Holz, Erde, Gravel, Sand, Sandstein, Netherrack, Seelenstein. Was gibt's noch für Steine? Kartoffelstein. Sandstein hast du vorgelesen. Ja, Sandstein habe ich schon. Dann fange ich jetzt hier mit den Materialien an. Ich mache jetzt hier mal Kohle. Genau, Kohle. Du kannst eigentlich zwei Kisten machen, eigentlich locker, oder? Na, ich glaube, eine reicht, oder? Das ist ja schon eine Doppelkiste. Ja, okay, dann mach eine. Überleg mal, wie viele Sechs das sind. Das sind ja ganz viele. Dann mache ich unten drunter Eisen. Okay. Neben Eisen mache ich Gäuel. Gold. Über Gold mache ich was anderes. Diamant? Ach, für Diamant brauchen wir keine eigene Truhe, oder? Ja doch, wir haben doch gesagt, an dieser Stelle, wo nur eine Truhe ist, ja, da machen wir Diamant, genau. weil wir davon jetzt nicht so fette Massen haben. Und ja. Was haben wir noch mit geringer Masse? So. Also ich sag mal, wir brauchen mal Diamant, warte mal, Gold. Ja. Gold auf jeden Fall, findet man ja. Ach, stimmt. Fast genauso selten wie Diamant. Und was wir auf jeden Fall brauchen, wir brauchen aber auch ein paar Kisten, wo wir dann halt alles andere reinschmeißen, weil es gibt ja auch viele Sachen, jetzt dieser Crafting-Table, den wir hatten, den werden wir fast so erhalten. Weil wir wir machen jetzt zum Beispiel noch eine Truhe mit Schienen und Booster, also Schienensystem. Wie können wir das nennen, der Überbegriff für Booster und normale Schienen? Und einfach nur Schienen. Okay. Ach, Scheinen. Übrigens, Leute, falls ihr Rechtschreibfehler entdeckt, ja, unten reinposten. So. Was, Schienen und dann mache ich noch Fackeln. Ja, genau, Fackeln. Schienen und Fackeln haben ihr eigenes eigentlich. Und dann mache ich hier halt noch Treppen und Zäune. Mache ich zusammen. Treppen, Zäune, genau. Dann machst du da noch Samen. Hier oben drüber mache ich Samen. Hier unten mache ich generell, hier schreibe ich einfach Grünzeugs hin. Ja genau, Blumen. Vielleicht machen wir mal so einen Kunstgarten oder sowas. Ja, also da kommen Saplings jeder Art rein. Genau, und dann Essen. Dann vielleicht Eimer mit Wasser und Lava, Kram oder sowas. Okay. Eimer. Was brauchen wir noch? So, lass mal überlegen, was hier noch fehlt. Was ist das hier? Dia? Achso, Diamant, okay. Ja, ich habe da wild rumgezippt. Dann Ausrüstung. Ah, genau. Soll ich Waffen und Ausrüstung schreiben? Ja, genau. Waffen und Ausrüstung. Und dann nebendran Werkzeuge. Werkzeuge, dann Zombie-Loot zum Beispiel noch. Weil das ist so unidentifizierbar. Wo kommt das jetzt eigentlich rein? Da würde ich einfach nennen, das ist eine separate Kiste, das ist ja egal. Zombie-Loot. Jetzt habe ich ja noch einen, ich muss gleich noch Schilder machen. Achso, wir könnten jetzt eigentlich, das am besten zeigt sich das im, wenn wir die quasi gebrauchen, was noch fehlt. Ja. Dann lassen wir am besten auch für den Fall welche frei und dann, stimmt, da habe ich jetzt noch was gefunden, wo die Kiste beschriftet werden muss. Ja, also ich beschrifte jetzt auf jeden Fall die hier unten noch mit Crafting-Kram. Da ja. Kommen halt Spinnenfäden, Spinnenaugen, alles rein. Okay. Jetzt haben wir auch die perfekte Ordnung, das heißt... Wir können jetzt gleich, wir haben eh gleich die 15 Minuten, dann machen wir einen Schnitt und dann können wir alles mal einsortieren. Oh, jetzt ist sogar ein Knochensack. Ja, nicht angucken. Guck mal, wie dunkel das da unten ist. Ey, wie sieht denn der... Ach, das ist ein Netherkerl. Ach, das ist ein Enderman. Ja, ein Enderman. Der sah voll merkwürdig aus bei mir. Achso, der braucht also drei Schläge. Mein Pack hat das irgendwie merkwürdig aussehen lassen, aber hier ist es ja... Also bei mir ist es hier extrem dunkel irgendwie. Okay. Also ist bei mir dir auch so dunkel hier drin? Also schon viel dunkler als oben, aber jetzt nicht so krass dunkel. Also hier unten ist es jetzt richtig... Ich setze jetzt mal Spaß... Ich meine, ich komme in die Nähe von Fackeln. Ich mach jetzt mal hier eine Fackel hin. Okay, kaum ein Unterschied. Es kann sein, dass das ein kleiner Bug ist, dass es halt nicht so große Unterschiede gibt. Ich guck mal kurz, ich habe irgendwann mal Brightness auf extrem hochgestellt, aber... Nee. Aber wir haben nur ein Bett, verdammt, haben wir genug Wolle? Eigentlich. Es wird jetzt eh gerade wieder Tag. Ich glaube, es ist Tag.
Ah, okay. Es ist halt nur verregnet. Dann wird, dann ist es wahrscheinlich generell dunkel. Aber ich lasse die Fackel ja trotzdem stehen. Wir sind nämlich vorhin in der Offline-Phase. Bin ich die Treppe hochgekommen, stand direkt ein Creeper vor mir und ich hatte keine Zeit mehr auszuweichen. Und da hat halt alles weggesprengt. Wirklich die ganzen Truhen und das Crafting-Table hat ein riesen Loch hier reingerissen. Und deswegen könnte auch ein bisschen was fehlen. Das hängt, wenn dann, zwischen den Ästen irgendwo. Ich bin jetzt gerade mal runtergegangen, also sieht alles wirklich etwas dunkel aus. Das ist ein bisschen merkwürdig an diesem Shader-Mod. Ich hoffe, dass man im Video dennoch genug sieht. Boah, das wackelt ja auch alles. Das ist natürlich cool. Ich bin gerade hier unten beim Weed. Und es wackelt alles so schön und ist reif. Soll ich einfach mal wieder einen kurzen Schnitt machen und dann sortieren wir mal die Truhen? Ja, genau. Würde ich auch vorschlagen. Okay, dann bis gleich. Ciao, ciao. Ciao.